Ein neues Interview, meine Lieben, zum Thema Temptation Island VIP. Und heute machen wir quasi eine klassische Folge so nach dem Motto, wie alles begann. Ja, liebe ich, finde ich ganz wichtig, bedeutet, ich spreche heute mit Denise und wir werden so ein bisschen diese Beziehung mit Lorik aus der Vergangenheit beleuchten. Bedeutet, ich möchte gerne herausfinden und ein Gefühl dafür bekommen, wie war denn die Beziehung, in welcher Situation, gab es Probleme, gab es keine, als sie sich entschieden haben, bei Temptation Island mitzumachen. Denise, schön, dass du da bist. Hi, ja, ich freue mich auch. Ja, mega. Liebe Leute, also erstmal, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und ihr dürft Denise auch gerne bei Instagram folgen, wenn ihr ihren, ich sag jetzt mal, ihren Werdegang bei Temptation Island mitverfolgen wollt. Denn ich gehe davon aus, dass sie jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen regelmäßig was posten wird. Ich möchte vorab etwas erklären, damit ich einfach in den Kommentaren das nicht immer beantworten muss. Wenn wir von der Beziehung in der Vergangenheit sprechen, hat das den ganz einfachen Grund, dass wir in diesem Video ausschließlich von der Vergangenheit sprechen. Bedeutet, ich möchte gerne von dir wissen, wie war eure Beziehung? Was war letztendlich der Grund, weswegen du oder ihr euch dafür entschieden habt, teilzunehmen? Also wir werden hier heute nicht herausfinden, wie der aktuelle Stand ist. Das dauert noch ein bisschen, das werden wir zu irgendeinem späteren Zeitpunkt machen. Nur einfach schon mal so zur Erklärung, dass ihr dann nicht immer fragt, so, warum sagt sie denn ja damals? Ja, weil wir wirklich nur von der Vergangenheit sprechen. Und ich möchte ganz am Anfang deiner Karriere anfangen. Ich glaube, es war der Anfang der Karriere. Du warst nämlich in der Bachelor-Staffel mit Nico Griesert. Das war die, ich sag jetzt mal, erste und einzige Staffel in Deutschland. Genau, wir hatten das große Glück, im kalten Deutschland zu drehen. Und ja, also es war 2021. Ja. Und da hat das angefangen in der Staffel und Blut geleckt und so ging es dann immer weiter. Ne? Ja, ich muss erstmal sagen, für dich war es wahrscheinlich nicht so geil, im kalten Deutschland zu drehen. Aber ich habe die Staffel irgendwie geliebt. Und ich muss ehrlich sagen, bei all diesen ganzen Staffeln, die es gibt, ist das auf jeden Fall eine, die mir mega in Erinnerung geblieben ist. Nicht nur, weil ich mit Nico cool bin, sondern auch, weil... Ich weiß nicht, ich fand es war einfach eine sehr besondere Staffel. Und ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, jetzt bitte, Ramon, nichts Falsches sagen, du bist auch nachgerückt, ne? Ja, genau. Wir mussten nochmal in Quarantäne, weil eins von den Teammitgliedern halt Corona hatte. Und da wir Kontakt mit der Person hatten, sind die auf Nummer gegangen, dass wir lieber nochmal ein paar Tage in Quarantäne gehen, bevor wir jetzt alle anstecken. Und deswegen bin ich zusammen mit Linda nachgerückt. Und du hast dann aber auch gleich, also oft sagt man ja, Nachrücken ist irgendwie schwieriger. Für dich hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert, weil du hattest ja auch gleich ein Date mit Nico und du hattest ja auch den ersten Kuss. Ja, genau. Nee, also Nachrücken, klar, ist immer so ein bisschen unangenehm, aber dadurch, dass wir so schnell nachgerückt sind, also direkt in der zweiten Folge, ging es halt, ne? Weil da haben die Mädels sich auch gerade erst ein paar Tage gekannt. Dann kamen wir und das war dann auch in Ordnung. Und dann ging es für mich ja eh ganz gut los, weil ich habe ja noch, glaube ich, in der Nacht, als ich Nico kennengelernt habe, schon das Date bekommen. Mhm. Also so ein Einzeldate da mit ihm und da kam es ja dann auch zum Kuss. Und so schön das alles begonnen hat, so schnell war das dann auch wieder vorbei. Ja, und genau deswegen frage ich nach, weil hier sagen die Leute bestimmt so, hey, warum fragt ihr jetzt beim Bachelor? Ich frage deswegen nach, weil du gehst quasi in eine Reality-Show, du hast diese positive Erfahrung, dass es irgendwie gleich, ich sag jetzt mal, im ersten Moment auf eine gewisse Art und Weise Peng macht oder jedenfalls du das Gefühl hast, dass es Peng macht und dann kippt das plötzlich. Ja, also letztendlich ist es auch in Ordnung. Klar, das ist irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Rückschlag, der ziemlich unangenehm irgendwo auch war. Weil es sieht halt einfach auch ganz Deutschland. Aber letztendlich, hey, wem ist das noch nicht passiert? Das hat auch nicht nur mich betroffen. Und so ist halt einfach das Spiel beim Bachelor. Und es ist ja auch mega schön gewesen, dass er dann am Ende mit Michelle zusammengekommen ist. Und die waren ja super glücklich und so. Und ich habe es beiden auch von Herzen gegönnt. Und man hat auch schon von Anfang an gemerkt, dass bei den beiden da so ein... Das hat einfach so irgendwie gewibt bei denen. Das haben wir alle gemerkt. Und uns war auch eigentlich klar, dass es eigentlich Michelle werden wird, auch wenn Mimi am Ende gewonnen hat. war es ja dann aber doch Michelle. Und ich glaube, damit sind eigentlich alle fein gewesen aus der Staffel. Du bist dann aber... Also bist du aus dieser Show raus erstmal mit einem negativen Gefühl? Also eben, weil du diese krasse Erfahrung gemacht hast? Ja, klar. Also ich bin da raus, war natürlich irgendwie mega traurig, weil im Nachgang denkt man sich auch, okay,
hätte vielleicht ein paar Sachen einfach anders gemacht und so weiter und so fort. Aber ich bin immer so, ich denke mir so, naja, wenn irgendwie irgendwas schief läuft oder irgendwas nach hinten losgeht, ich halte mich dann nicht daran fest, sondern ich nehme das mit, nehme es dankend an und lerne daraus. So, passiert mir nicht nochmal und nächstes Mal mache ich es anders so. Aber es sollte halt einfach nicht sein und von daher passt das auch. Man will sich ja dann auch nicht so anbieten und die Person so davon überzeugen müssen, ich bin jetzt die einzig Richtige oder so. Also, nee, finde ich, hätte ich dann auch nicht den richtigen Weg gefunden. Und ich habe coole Mädels kennengelernt. Wir hatten ja danach auch unsere Vierergruppierung mit Mimi, Steffi und Carina. Wir waren ja dann voll die Truppe und ja, bin da zwar ohne Mann rausgegangen, dafür halt mit Freunden, ne? Ist auch ganz nett. Warst du dann in diesen Jahren danach, ich meine, du warst dann noch bei Bachelor in Paradise, Ex on the Beach, reden wir gleich auch noch drüber, aber warst du dann in diesen ganzen Jahren immer im guten Kontakt mit Mimi? Ja, in den direkt danach und auch die Zeit komplett danach bis Ex on the Beach war ich mit Mimi im Guten. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben uns alle, also unsere Gruppe, wir haben uns wirklich, also mindestens einmal im Monat gesehen, wenn nicht sogar öfter, spätestens irgendwie alle 2 Wochen. Und ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, da hatten wir dann so einen kleinen Knacks irgendwie, wir haben uns so ein bisschen gestritten und dann hatten wir halt keinen Kontakt mehr und haben uns dann beim Temptation wiedergesehen. Es ist so witzig, was du gerade erzählst, weil, weißt du, ich meine, die Leute wissen das inzwischen. Ich habe hier wirklich keine Notizen liegen, gar nicht. Das sind gerade so Fragen, die sich einfach ergeben, dadurch, dass du mir Sachen erzählst. Und ich hatte das mit Mimi gar nicht auf dem Schirm, deswegen habe ich jetzt einfach so nachgefragt. Das ist aber auch irgendwie, also ich finde es deswegen witzig, weil, warte mal, da war doch was. Ich glaube, Steffi Stark hatte ja auch, war ja auch mal close mit Mimi und hat die dann auch wieder getroffen bei Bachelor in Paradise, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt waren die aber nicht so close. Und jetzt hast du sie wieder getroffen bei Temptation. Okay, witzig. Ja, dann gucken wir doch mal, werden wir genau hingucken, wie sich euer Verhältnis in den nächsten Wochen entwickelt. Dann bist du ja irgendwann zu Bachelor in Paradise gegangen. Hattest du zu dem Zeitpunkt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, eine Wunschvorstellung, welchen Mann du dort vielleicht gerne treffen würdest? Oder bist du da so völlig locker rangegangen? Also ich bin mega locker reingegangen, weil ich mir so dachte, hey, diesmal sind halt einfach auch mehr Männer dabei. Also es sind genau gleich viele Männer wie Frauen. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen entspannter, weil man buhlt sich nicht so um eine Person, sondern das ist tatsächlich so ein wirkliches Kennenlernen. Und Bachelor in Paradise wird ja auch ziemlich lang gedreht. Ich glaube, das ist auch bekannt. Ja. Das ist länger wird als normal. Und du hast halt echt die Chance, da jemanden kennenzulernen. Und Bachelor in Paradise hat ja auch echt eine ziemlich gute Quote, was die Paare angeht. Mhm. Ich würde sagen, am höchsten von allen Dating-Shows. Also man kann sich da wirklich verlieben. Und ich wusste ja schon von den Staffeln davor hier, da sind ja wirklich einige Paare schon entstanden. Da dachte ich mir so, naja, vielleicht klappt es. Und wenn nicht, dann war es trotzdem wieder eine coole Erfahrung mit coolen Leuten. Und habt eigentlich schon einen Typen Mann, würde ich sagen. Lorik hat es einfach komplett gesprengt. Der ist da komplett aus der Reihe getanzt, was meinen Typen eigentlich angeht. War dann aber auch in Ordnung. Und ja, also ich meine, wir haben dem Ganzen ja auch ein bisschen so eine Chance gegeben, Lorik und ich. Wir haben immer vor Ort gesagt bei Bachelor in Paradise, hey, wir gehen noch mit anderen Leuten auf Dates, wir gucken. Weil wir haben uns ja ab Minute 1 so mega gut verstanden und haben uns ja auch direkt geküsst und so. Aber wir haben trotzdem das am Anfang noch so ein bisschen offen gelassen. Dann war er nochmal auf dem Date mit Judith, glaube ich. Ich war mit, auf dem Date mit so einem David. Und dann haben wir dann gesagt, wenn wir wieder beieinander landen, dann ist alles super und dann gehen wir hier gemeinsam durch. So kam es ja auch. Aber es gab ja zwischendrin, glaube ich, nochmal auch, warte mal, da war noch irgendwas beim Wiedersehen. Ja, also Bachelor in Paradise hat auch super begonnen. Danach echt so ein bisschen schwierig, weil wir hatten halt Startschwierigkeiten. Wir sind da dann, ich bin ja krank geworden, ich musste ja dann die Villa verlassen und musste ja nach Hause. Und Lorik hat ja dann für mich auch die Villa verlassen. Ja. Hab mir selber persönlich die Rose dann im Hotel gegeben und wir sind dann auch gemeinsam geflogen, also ne, zum Hotel. Also wir haben zusammen noch ein paar Nächte im Hotel verbracht und sind dann gemeinsam nach Hause geflogen. In dem Fall aber er in Mannheim und ich hier nach Braunschweig. Und dann haben wir uns erstmal gar nicht mehr gesehen. Das hat dann ein bisschen gedauert, weil am Anfang wollte ich es dann weiter fortsetzen und er irgendwie nicht mehr so richtig. Dann wollte, als ich dann das darauf irgendwann keinen Bock mehr hatte, wollte er es aber fortsetzen und ich nicht mehr. Und er hat sich dann halt richtig viel Mühe gegeben und stand vor meiner Haustür mit Blumen, hat mich überrascht, hat all das gemacht, was man sich eigentlich auch als Frau so wünscht. Und ich habe aber trotzdem mir die ganze Zeit so gedacht, nee, was ist, wenn er das nicht ernst meint? Nee,
So, ich hatte die ganze Zeit so Zweifel und er hat aber auch versucht, mir die eigentlich wegzunehmen, weil, so, keine Ahnung, manchmal ist man ja so, man zerdenkt sich das dann gerne. Ja, und dann habe ich halt diese ganzen Sachen auch bei Frauke beim Wiedersehen halt gesagt. Und ein paar Tage vorher war er sogar noch bei mir und er ist natürlich aus allen Wolken gefallen, weil er sich so dachte, hä, vor ein paar Tagen waren wir noch zusammen und alles war toll. Und heute sagst du dann irgendwie, du glaubst mir gar nichts, so. Und ja, dann dachte er sich so, cool, dass ich ihn so vor den Kopf stoße. Ich dachte mir so, gut, wenn er sich jetzt nicht mehr meldet, dann ist es ja bewahrheitet, was ich denke. Mhm. Und eigentlich hätten wir einfach nur kurz miteinander sprechen müssen. Und dann wäre es ja auch weitergegangen, direkt ohne Ex on the Beach, weil er es ja trotzdem noch wollte, genauso wie ich. Aber wir waren dann beide zu stolz und standen uns irgendwie mega selbst im Weg. Vor allem, weil wir uns ja auch so gestritten haben dann bei Frauke. Und wir sind halt beides immer so Dickköpfe. So. Und keiner will nachgeben. Und das ist dann ein bisschen unpraktisch in solchen Situationen. Und in dem Fall hat es dann Ex on the Beach gebraucht, bis wir die ganzen Sachen dann endlich aus dem Weg schaffen konnten und endlich zu einem Paar werden konnten. Also das, was du gerade so erzählst, klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Leichtigkeit, die man sich vorstellt, wenn man eine Beziehung startet oder wenn man versucht, eine Beziehung zu starten. Also ich als Zuschauer, ich meine, ich habe nur das gesehen, was bei Bachelor in Paradise ausgestrahlt wurde zum Beispiel, hatte das Gefühl, wo ich mir so dachte, also klar, da ist eine Anziehung da, aber ich will jetzt nicht so inflationär dieses Wort toxisch verwenden, weil das vielleicht auch unangebracht ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, es hatte Tendenzen, nennen wir es doch mal so ganz locker. Ich mir so dachte, irgendwie kommen die nicht auf einen Nenner. Das, was du jetzt gerade erzählst mit den Unsicherheiten danach, schlägt ja jetzt natürlich noch ein bisschen mehr in diese Kerbe ein. Woher kam denn dieses Gefühl dafür von dir? Denn ich würde ja immer sagen, dass generell, wenn man so ein Unsicherheitsgefühl hat bei jemand anderem, also klar, es gibt auch Beispiele, wo es total weit hergeholt ist, nicht zutreffend ist, aber oft ist da ja was dran. Also, jetzt du meinst danach? Ja, also generell, also ich meine, dass du so skeptisch warst, dass er es ernst meint. Und bevor wir am Ende des Videos angekommen sind, aber ich spanne jetzt mal den Bogen, ihr seid ja nicht ohne Grund bei Temptation Island VIP gelandet. Also das heißt, ja, ne, bevor wir da jetzt drüber sprechen, das heißt, da muss ja immer schon irgendwas, weiß ich nicht, im Raum gewesen sein, weswegen du dir oder ihr euch, am Ende habt ihr euch beide für das Experiment entschieden, euch dieser Sache nie so sicher gewesen seid. Ja, also ich, wie gesagt, diese ganzen Schwierigkeiten am Anfang, wo wir so ein bisschen hin und her geholpert sind. Erst wollte er nicht, dann wollte ich nicht und eigentlich wollten wir beide die ganze Zeit. Das war halt am Anfang und ab dem Punkt, wo es dann wirklich richtig in die Beziehung ging, da war das dann auch vorbei. Also da ist auch nicht mehr mit diesem einer will nicht, einer gibt mehr, einer gibt weniger, sondern das ist tatsächlich ja, auf Augenhöhe. Und das war dann auch schön und auch das, was wir uns gewünscht haben. Und wir haben dann danach immer selber darüber gelacht, wie doof wir eigentlich am Anfang waren, einfach mal über unseren Schatten zu springen. Und haben uns auch gesagt, das passiert uns nicht nochmal, wenn wir mal irgendwas haben und wir haben Streit und keine Ahnung was. So, dann muss einer einfach mal nachgeben und wir sollten uns einfach beide dann versuchen, das zu machen, dass man vielleicht auch gar nicht dazu kommt, dass dann einer wieder auf stur schaltet. Und klar, also diese Unsicherheiten, muss ich aber sagen, vom Anfang der Beziehung waren nicht der Grund, warum wir irgendwie dann bei Temptation waren oder so. Okay. Also dahinter war dann ein Haken und damit war das Thema eigentlich auch durch. Ich muss das immer ganz kurz zeitlich einordnen. Also ich weiß, im Frühjahr 21 wurde der Bachelor ausgestrahlt und ich glaube, dann warst du Ende des Jahres 21 Bachelor in Paradise, richtig? Genau, also und, so mit Richtung Ende des Jahres. Genau, ja. Und dann, warte mal, Ex on the Beach war dann wahrscheinlich Frühjahr 22. Gedreht, ja. Gedreht, so, das heißt eigentlich, genau, gedreht, sagen wir es mal so, das heißt, ihr seid eigentlich, weil die Leute immer sagen, oh, die sind ja gar nicht so lange zusammen, eigentlich geht die Geschichte von euch beiden, finde ich, will jetzt nicht übertreiben, es gibt Leute, die sind 10 Jahre zusammen, wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen, eigentlich ja schon relativ lang. Ja, also, ja. Doch, ja, das, ist nicht wenig und wir haben auch kein Datum oder so tatsächlich, weil es für uns nicht einzuordnen war, ab wann ist es denn jetzt eine Beziehung und ab wann nicht. Und ja, wenn man diese ganzen Breaks weglässt und so, dann ist es halt mehr Zeit. Wenn man diese ganzen Breaks am Anfang wieder mit reinnimmt, dann ist es natürlich ein bisschen weniger Zeit. Das Einzige, was wir haben, ist ein Kennenlerndatum. Ich habe euch ja dann auch bei, warte, wie ich diese Show Wettkampf in 4 Wänden gesehen, wo Yvonne Wölke und Peter Klein dabei waren. Da habe ich euch
was heißt zum allerersten Mal, ich habe ja danach nichts anderes mehr gesehen, ne? Aber da habe ich euch zum Beispiel deutlich harmonischer empfunden als vorher. Ja, das sagen einige. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir uns zu dem Zeitpunkt von Wettkampf in vier Wänden, als es gedreht wurde, auch da waren wir ja schon eine ganze Weile zusammen und da kannten wir uns halt auch wesentlich besser als bei den anderen Formaten wie Bachelor in Paradise oder auch Ex on the Beach. Da lag ja über ein Jahr zwischen. Ja, und so, dass man wird halt auch irgendwann zu einem Team, ne? Man lernt einander kennen, man wächst zusammen, man geht durch Höhen, man geht durch Tiefen, Standard in jeder Beziehung. Und das schweißt halt auch zusammen und wir wissen beide, wie wir ticken und auch, dass wir halt immer als Team gut funktioniert oder funktioniert haben. Und so, deswegen glaube ich, wirkte das dann einfach auch nicht mehr so unharmonisch und so toxisch, wie es mal war, weil man weiß einander zu nehmen, ne, mit der Zeit. Seid ihr dann eigentlich, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nie so intensiv verfolgt, aber seid ihr dann eigentlich zusammengezogen? Nee, sind wir noch nicht. Also sind wir danach nicht. Und das war immer in Planung. Also ich spreche jetzt hier wieder in Vergangenheit, ne? Ja, klar, schon klar. Es Nee, ich war. frage, also ich sag mal, also das heißt, ihr seit Start Temptation Island habt ihr nie zusammen gewohnt? Nein, haben wir nicht. Aber es war an sich, als würden wir zusammen wohnen, weil wir uns trennten halt 5 Stunden Autofahrt, Das also so ist viel. 450 Kilometer. Und dementsprechend waren wir immer entweder einen ganz langen Zeitraum bei ihm über mehrere Wochen oder bei mir über mehrere Wochen. Und meistens sind wir wenn wir jetzt bei ihm zum Beispiel 3 Wochen waren, und dann bin ich zu meiner Familie gefahren und dann ist er meistens mitgekommen, dann waren wir bei mir 2 Wochen und so immer weiter. Das Einzige mit einem Zusammenzug, was sich halt geändert hätte, wäre die Räumlichkeit. Es war halt wie, also es ist keine klassische Fernbeziehung gewesen, ne? Ich kenne das aus meiner Beziehung. Ist genau, also ist einfach im Prinzip exakt genauso, nur mit dem Unterschied, dass es zum Glück nur 2 Stunden sind, nicht 5 Stunden. Wir sind auch immer von einem Ort am anderen. Also ich weiß genau, was du meinst. Man ist immer zusammen, nur halt jeweils in einer anderen Location. Jetzt sind aber 5 Stunden natürlich eine relativ große Distanz. Gab es einen Grund, warum ihr nie gesagt habt, ihr wollt zusammenziehen, oder hat sich das einfach irgendwie auch gar nicht ergeben? Also doch, doch, wir haben uns das auch gewünscht, zusammenzuziehen, aber wir wollten halt, also ich muss dazu sagen, ich bin halt in meinem Leben schon so oft umgezogen, also ich glaube 10 Mal oder so. Oh, okay. Ja. Ja, da hat man keinen Bock mehr, ne? Nee, und da habe ich zu ihm gesagt, wenn wir uns jetzt eine Wohnung suchen, dann muss sie perfekt sein, weil ich habe keinen Bock, dann wieder umzuziehen und wieder umzuziehen. Dann lass echt lieber warten und schauen, bis wir das Perfekte gefunden haben. Wir haben uns auch Wohnungen angeschaut, aber irgendwie noch nicht so richtig das gefunden, was uns irgendwie so was einfach perfekt ist. So, auch Okay. wenn es vielleicht Perfekte gibt, aber so nahezu. Und ja, deswegen, also wir haben uns immer umgeschaut. In Mannheim wird gerade so ein neues Baugebiet da irgendwie geschaffen. Da werden auch immer mehr Häuser fertig und so. Da wollten wir dann auch immer noch mal schauen. Und ja, Okay. also kam einfach irgendwie noch nicht so richtig dazu. Also wir haben jetzt auch nicht so permanent und aktiv mit Datum gesucht. Bis da und dahin müssen wir was gefunden haben. Wir wollten uns auch diesen Druck gar nicht machen, sondern eher das so ein bisschen seichter angehen. Und ja, wir schauen mal. Wenn wir wirklich was finden, dann soll es auch so sein und dann werden wir das auch nehmen. So haben wir uns das immer gedacht. Ja, wenn man jetzt natürlich auch beruflich, muss man auch sagen, habe ich jetzt zum Glück auch Glück gehabt. Also, wenn man natürlich beruflich relativ flexibel ist und man auch immer von A nach B switchen kann, dann ist das ja auch alles kein Akt, ne? Muss man ja auch einfach mal sagen. Eben, ja, ganz genau. Das ist tatsächlich auch tragbar und also wir verstehen uns, wir haben uns halt beide immer richtig gut mit der jeweils anderen Familie verstanden. In dem Fall ich mit seiner, er mit meiner. Das macht es halt auch noch mal einfacher, ne? Ja, Dass man ja. Wie ist denn da, gab es in dieser ganzen Zeit, weil das interessiert mich jetzt natürlich. Es muss ja irgendwelche Punkte gegeben haben, wo bei dir vielleicht viele Fragezeichen waren. Weil ich glaube jetzt nicht, dass man einfach mal so zu Temptation geht, weil man jetzt einfach sagt, ach, eigentlich passt alles, aber das Experiment wage ich jetzt. Es muss ja irgendwas unterschwellig gegeben haben, wo du so gedacht hast oder wo er gedacht hat. Ich weiß ja nicht, wer die treibende Kraft am Ende war. Erzähl mal ein bisschen. Du lachst schon so. Ja, also wir haben es also tatsächlich gemeinsam entschieden, da war jetzt keiner, der dem anderen Druck gemacht hat, sondern tatsächlich haben wir abgewogen. Erst haben wir uns so gedacht, auf gar keinen Fall, niemals gehen wir zu Temptation Island. Never. Ja, dann kam die Anfrage, dann haben wir halt geguckt und gemacht und sind wir mal ehrlich, die Gage schmeckt halt auch, ne? Ja, Also ist immer dumm zu sagen, aber nee, ich finde das sehr ehrlich. Ich finde ja. das sehr ehrlich. Ich finde es immer komisch, wenn andere Leute generell
egal bei welchen Shows, immer, also das nicht benennen, so, weißt du? Ist auch so. Und das war tatsächlich der Hauptfaktor. Mhm. Das klingt so, als wenn wir uns eine Beziehung verkaufen, aber nein, wir waren uns halt ziemlich sicher und haben uns gedacht, ja komm, ganz ehrlich, bei der Gage und bei dem großen TV-Format, eigentlich haben wir eine gefestigte Beziehung, warum nicht, was soll schon passieren? Und dann kam natürlich, als dann Temptation näher gerückt ist, war mich dann so, man denkt über so ein paar Situationen nach, man guckt sich nochmal die vergangenen Staffeln an, versucht sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was einen da jetzt erwartet. Und dann kamen natürlich so ein paar Gedankengänge, ich glaube aber eher von meiner Seite, wo ich mir so gedacht habe, ja gut, ist vielleicht jetzt, ne? Also zusätzlich so ein paar Unsicherheiten haben wir. Mhm. So, ich bin zum Beispiel eifersüchtig, er ist auch eifersüchtig, also das war halt auch noch mit in dem Bezug ein großer Test. Und natürlich will man dann auch die Antworten haben, weil wenn bei Temptation Island was passiert, so, dann würde es zu 110% auch draußen passieren, weil wenn das schon vor Kameras passiert, wer weiß, was dann draußen schon war. Und dann weiß ich es lieber direkt und ja, es tut weh und es wird wahrscheinlich furchtbar, aber dann lieber so als gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich war auch mal, du hast auch gerade gesagt, sowas wie, dass man ja im Prinzip, wenn man eine gefestigte Beziehung nicht zu verlieren hat oder irgendwie so ähnlich. Ich stimme dir da inzwischen so ein bisschen zu. Ich hatte mal eine gewisse Zeit lang eine andere Meinung dazu, aber es gab ja jetzt nun auch einige Paare in der Vergangenheit, wo man gesehen hat, die haben dort einfach, ja, ein bisschen Kohle mitgenommen und die Beziehung ist noch genauso gut wie vorher. Also, ne, diese Beispiele gibt es ja auch, wenn man jetzt mal Aurelio zum Beispiel und seiner Freundin nehmen, ja, das ist ja auch ein gutes Beispiel gewesen. Auch nicht an der, also meiner Meinung nach haben die halt nicht mal an der Temptation teilgenommen, ne? Also, klar, sie sind da wieder gemeinsam rausgegangen und so würde man sich das auch loben, dass man sich hinsetzt und gar nichts macht, aber hey, dafür brauche ich nicht zu Temptation zu gehen, weil ich bin ja da, um an der Verführung teilzunehmen und ihr dann zu widerstehen. Dann ist es ja gar kein Test mehr, wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache gar nichts. Das ist eine interessante Debatte. Die habe ich so noch nie geführt. Deswegen führe ich sie jetzt mal kurz mit dir, weil ich habe da gar keine Meinung zu. Auf der einen Seite weiß ich total, was du damit meinst. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, oder stelle ich mir die Frage, das können wir beide nicht beantworten, weil da jeder einen anderen Blickwinkel drauf hat. Da können Leute gerne mal mit diskutieren. Aber ist das nicht auch Teil des Experiments, dass wenn jemand, ich sag jetzt mal, ankommt und sagt, keine Ahnung, eine Frau kommt an und sagt, ich möchte jetzt einen Lapdance auf die machen und du sagst, nein, möchte ich nicht? Also ich verstehe, was du meinst, bezogen auf Spiele und auf Challenges. Da hat er ja auch prinzipiell gesagt, nee, möchte ich nicht. Da finde ich es dann, ja, irgendwann schwierig, weil ich mir so denke, naja, du weißt ja, dass es Spiele und Challenges gibt, aber per se... Ja, also ich finde halt, es gibt halt entweder klare Grenzen, die hat man sich gegenseitig gesetzt und entweder der Partner ist damit irgendwie ein bisschen lockerer und denkt sich im privaten Leben auf gar keinen Fall. Bei Temptation würde ich halt eher mal vielleicht ein Auge zudrücken, wenn du jetzt irgendwie einen Lapdance kriegst, weil das ist so das Spiel und das würde so wahrscheinlich nicht unbedingt passieren. Mhm. Aber das ist halt alles eine Sache der Kommunikation. Was spricht man ab, ne? Was kann der Partner vielleicht aushalten, was ein anderer halt überhaupt gar nicht verkraften könnte? Ne? Das weiß man immer nicht. Und deswegen, ich finde es okay, bei gewissen Sachen sagen, nein, möchte ich nicht, mache ich nicht, fühle ich mich nicht wohl bei und fühle ich allgemein einfach gar nicht, ist es in Ordnung. Aber wenn das aufgrund von der Situation geschaffen ist und da geht es irgendwie um einen Lapdance oder so und das ist so in einer Witzsituation, daran ist keine Ernsthaftigkeit, dann finde ich halt, dann kann man schon dran teilnehmen. Man muss halt nur wissen, wann sollte Ende sein. Und man kann sich auch einen Lapdance geben lassen, ohne da was berührt wird oder was weiß ich was. Da muss halt immer jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber ich finde halt auch bei so kleineren Sachen, so Spiele oder so, die man halt macht, finde ich halt blöd, wenn man dann hinsetzt in einem TV-Format und sagt, nö, ich mache jetzt gar nichts mehr hier mit, weil ich habe gesagt, ich mache nichts. Ja, dann machst du es für die Kameras vielleicht nicht, weil du weißt, das wird jetzt gesehen, aber in der Realität bist du wahrscheinlich der Erste, der sagt, komm auf meine Shows. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Das Problem ist ja auch einfach, wenn das jetzt jeder machen würde, dann würde die Show ja nicht funktionieren, ne? Eben. Wenn jetzt jeder sagen würde, nee, will ich nicht. Ich weiß im Kern, was du meinst. Du hast vorhin gesagt, du warst dann, als du mit dem Gedanken gespielt hast, dass es jetzt langsam ernst wird, warst du ein bisschen eifersüchtig mehr von deiner Seite. Gab es denn da in der Vergangenheit, in der Zeit vorher, sagen wir jetzt mal zwischen Ex on the Beach und Temptation Island, das war ja die Zeit, wo ihr einander, also nicht aneinander gewachsen seid, sondern so miteinander, ne? Gab es denn da mal Situationen, wo du hättest eifersüchtig sein müssen?
Ja, also das habt ihr ja auch in der ersten Folge jetzt schon gesagt bei Temptation. Bei mir war es halt der Faktor, dass ich halt mit der Veröffentlichung der Beziehung halt Nachrichten bekommen habe bei Instagram und Frauen, die irgendwas behauptet haben, Lorik wäre da, Lorik hätte dies, dieses und da war er und er hat das gemacht und hier was und das, also stand halt immer so im Raum. Teilweise hat es auch zeitlich überhaupt nicht gepasst, weil da kam dann eine Behauptung, er hat, keine Ahnung, irgendwas in einem Club gemacht. Er war aber zu dem Zeitpunkt bei mir zu Hause in Braunschweig. Also das hat sich halt alles so ein bisschen relativiert, weil die hatten, also es gab weder Beweise für irgendwas oder die Frauen kamen direkt um die Ecke und meinten, ja, und ich wollte mich eigentlich auch bei Ex on the Beach bewerben. Und dann weiß man schon, ja, alles klar, du spinnst einfach nur rum. Und letztendlich hat Lurik auch alles verneint, hat auch für alles, hat sich auch wirklich hingesetzt und mit mir darüber gesprochen, weil er konnte verstehen, warum ich jetzt zweifle. Weil er würde das wahrscheinlich genauso, also hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Und ich glaube, das kann auch jeder verstehen, dass man dann aber trotzdem das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, weil man nicht weiß, wie feiert denn der Partner, wenn er alleine ist, weil dann immer wieder aufgetaucht ist, ja, und der war da, da hat er das und das gemacht. Ja, und immer so ein Palaver. Und das weiß man nicht. Und dann dachte ich mir so, na, das werde ich ja jetzt bei Temptation sehen, wie er denn feiert, wenn ich nicht dabei bin. Und ob das tatsächlich alles so rosig abläuft, wie er mir das erzählt. Letztendlich fremdgegangen oder irgendwas ist keiner von uns, da ist auch nichts gewesen. Das war auch nicht der Grund. Und so. Das war einfach nur so, durch die Nachrichten hat man so ein bisschen so Bauchschmerzen bekommen. Und dann war ich ganz froh, das halt auch bei Temptation dann auch sehen zu können, um ehrlich zu sein. Das mit den Nachrichten kann ich verstehen. Und das muss ich dir ehrlich sagen, das finde ich auch super unangenehm, weil ich mir so, wenn ich mich jetzt versuche, dich hier reinzuversetzen, dann denkt man sich ja, warum sollte mir das jemand schreiben, wenn es nicht stimmt? Das ist, glaube ich, Frage 1. Natürlich gibt es genug Bekloppte da draußen, die das wahrscheinlich trotzdem machen würden. Aber ne, generell denkt man ja vom eigenen Weltbild her, warum sollte mir das jemand schreiben, wenn es nicht stimmt? Richtig, ja, das war halt auch mein Gedankengang. Aber dann haben, wie gesagt, diese ganzen zeitlichen Einordnungen nicht so richtig gepasst. Oder halt nach kurzer Zeit kam dann diese Aussage, ja, ich wollte auch bei der und der Sendung mitmachen. Dann weiß man halt, gut, das wird jetzt halt nur für Fame gesagt und gemacht. Vielleicht wird es ja öffentlich gemacht von uns und dann kriegt die vielleicht ein bisschen was vom Kuchen ab. Weiß ich nicht. Menschen sind manchmal ziemlich eklig, aber ich hätte es mir irgendwie auch nicht so richtig vorgestellt, dass das stimmt, was die Frauen sagen. Also konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, auch wenn ich für keinen Mann der Welt meine Hand ins Feuer legen würde, dass er nicht irgendwas machen würde. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass da Wahrheit steckt. Du, ich droppe jetzt hier einfach mal was. Es gab ja auch in der ersten Folge, ich glaube, es war klar, erste Folge, also ich habe es auch bei Instagram gesehen, gab ja zum Beispiel auch die Situation mit Jana Maria, wo dieses Handyvideo gezeigt wurde. Und du wirst es jetzt nicht glauben, mich haben Leute angeschrieben. Und mich hat die Person angeschrieben, auch, oder ich, besser gesagt, mir wurde gesagt, wer die ist. Und ich habe mit dieser Person dann kommuniziert. Aus diesem Handyvideo. Und da wurden noch viel mehr Informationen gedroppt, als das, was wir über dieses Handyvideo wissen. Ich habe darüber noch nichts gemacht und auch noch nicht groß gesprochen, weil ich ja gar nicht erstmal, also ich habe zwar sehr viele Beweise geschickt bekommen, wo ich jetzt sagen würde, okay, krass, es sind eindeutige Beweise, aber insofern fühle ich das auf einer anderen Ebene, wenn man quasi Nachrichten bekommt und sagt, ich habe da was. Und natürlich, klar, ich gehe dem auch nach, weil es ein Teil meines Jobs ist, so, aber zum Glück bin ich jetzt privat nicht involviert. Also, wenn jetzt mir jemand schreiben würde, ja, ich habe deinen Freund da und da gesehen, dann würde ich auch denken, okay. Ja, ey, krass, echt. Ja, sowas finde ich halt heftig. Klar, es gibt auch loyale Menschen, aber guck mal, wie bei Jana und Maria und bei Umut war es bei uns jetzt nicht. Ich habe keine Videos, Fotos, irgendwas bekommen, sondern nur wahllose Behauptungen. Und das hat sich aber auch schnell wieder gelegt. Das war nur am Anfang, als dieser Hype kam mit, hey, öffentliche Beziehung, so. Da kam das, Menschen gönnen viel auch nicht und so. Anderen Leuten das Glück. Aber klar, natürlich, da macht Gedanken drüber, so, ne? Wie jetzt bei dir, du kriegst die Nachrichten und dann denkst du dir auch so,
Es ist ja echt eine krasse Nummer. Und dann fragt man sich auf der anderen Seite, ja, was stimmt denn jetzt? Ja, na genau. Ich habe jetzt diese Geschichte auch noch nicht gemacht, weil ich mir natürlich auch als Beispiel bewusst darüber bin, wenn ich jetzt etwas veröffentliche unter dem Deckmantel, ja, dass ich habe die Beweise und dann sind das aber falsche Beweise, dann löse ich ja, ohne zu wissen, was generell bei den beiden passiert ist. Und das ist auch ehrlich gesagt egal, wie das jetzt bei Temptation ausgegangen ist, weil es löst ja trotzdem noch was bezogen auf die Situation von früher aus. Weißt du? Das ist ja jetzt nicht relevant, was passiert ist, sondern ne, wenn ich Sachen aus meiner Vergangenheit erfahre mit jemandem, von dem ich dachte, die sind so und so, und dann stellt sich heraus, oh, das war doch alles anders, dann beschäftigt mich das. Ja, weißt du? Und da ist jetzt der aktuelle Zustand ja nicht relevant. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber sag mal, dann stehst du da irgendwann, jetzt müssen wir ja langsam den Cut machen, leider. Dann stehst du dann irgendwann in dieser Temptation Island-Situation. Also du bist dann irgendwann mittendrin und du weißt, dieses Experiment fängt jetzt an. Warst du nervös oder bist du schon so Reality erfahren, dass du sagst, oh nee, ich war eigentlich entspannt? Also, nee, ich war extrem nervös, weil am Anfang dachte ich mir noch so, ach, easy peasy Temptation, was soll schon passieren? So, ne, wir schaffen das, wir haben schon andere Sachen geschafft, so, wird Klacks für unsere Beziehung, dachte ich. Und dann kam Temptation immer näher und dann war der Tag, der Tage, als es losging. Und dann war Lola da und wir alle zusammen in der Villa. Und ich habe nur noch Rotz und Wasser geheult, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt, weil man so Angst hat auch, wenn man denkt sich so, was ist jetzt, wenn doch was passiert und unsere Beziehung doch nicht so gefestigt ist, wie ich dachte. Oder dass ich doch was zu sehen bekomme, was mir wahrscheinlich mega wehtun wird. So, was ist, wenn? So, man hofft nicht und denkt sich so, ach, da wird schon nichts sein. Aber trotzdem, man kennt Temptation und weiß, was da alles schon passiert ist, wo keiner gerechnet hätte. Und da hat man einfach mega, das ist wirklich, da kriegt man richtig Panik. So, das ist echt, boah, furchtbar. Wenn ich daran zurückdenke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. War ganz schrecklich, der Moment. Glaube ich. Und auch, weißt du, was ich persönlich total eklig finde, aber da weiß nicht, wie du da drauf bist, einfach so vom Gefühl her, dass du ihn gar nicht kontaktieren kannst. Ja, ganz genau. Man kann eben nicht mal kurz über die Situation sprechen, weil man erklären von alleine und das geht nicht. Man kann nichts erklären und man kann nicht sagen, hier und da, das war nicht so und so gewesen, so war das gar nicht gemeint, sondern was weiß ich, so, das geht nicht. Das ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn man jeden Tag auch Kontakt hat, ne? Ja. Das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich fand das Gespräch mit dir sehr interessant und auch, ich habe jetzt auch nochmal ein anderes Gefühl dafür bekommen. Ich finde das immer so spannend, wenn man wirklich nochmal ausführlich darüber spricht, dass man jetzt einfach so, weißt du, Leute, die es jetzt gesehen haben, die gehen, glaube ich, raus und haben nochmal ein viel krasseres Gefühl für die Beziehung, die ihr hattet. Ja, ist auch so. Und schlussendlich, klar, Beziehungen, jeder hat seine Probleme in einer Beziehung. Es gibt immer Auf und Abs. Und auch wenn man irgendwie bei Social Media nur das Schönste vom Schönen sieht, jeder streitet. Und das gab es bei uns auch. Klar, wir hatten einen schwierigen Start. Bis zu Temptation war aber alles gut und alles tutti und eine gute Beziehung. Und wie das jetzt so weitergeht, stay tuned. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, den du hier gerade quasi mit in diesen Topf geworfen hast, weil ich immer, glaube ich, so pauschal gesagt habe, wer bei Temptation Island mitmacht, der muss ja schon im Vorfeld Probleme in der Beziehung haben. Jetzt sagst du aber so geil, nö, wir hatten keine Probleme, wir hatten Bock auf das Experiment, Bezahlung ist auch nicht schlecht, why not? Ist ein Ansatz, den ich vorher noch nie bedacht habe. Ich weiß jetzt nicht, was ich dir für die Staffel wünschen soll. Deswegen glaube ich, lasse ich es lieber an dieser Stelle. Ich hoffe, also erstmal hoffe ich, dass wir irgendwann dieses Gespräch nochmal fortführen. Und ich hoffe, dass wir ganz am Ende irgendwann trotzdem an den Punkt kommen, das würde ich dir einfach wünschen, dass egal wie es ausgegangen ist, dass du trotzdem sagst, es hat sich für mich gelohnt. Und das bin ich gespannt. Diese Frage werde ich mir merken für irgendwann, wenn wir es immer machen, wie du diese Frage beantworten wirst. Ja, klar, gerne. So, ihr Lieben. Ja, was? Also. An euch gesagt. Ja, definitiv, glaube ich, auch bist du gespannt. Und diese Frage ist, glaube ich, auch daran geknüpft, das will ich nochmal abschließend sagen. Ne? Leute, ihr dürft nicht vergessen, dass alle Kandidaten, die da mitmachen, ja, durch die Ausstrahlung nochmal Sachen sehen, die sie vor Ort gar nicht so gesehen haben, ja. Das heißt, das Mindset kann sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal sehr verändern. Und wir werden das alle genau im Auge behalten. Wenn ihr noch Fragen an Denise habt, dann schreibt es entweder in die Kommentare, folgt ihr bei Instagram, schreibt ihr bei Instagram. Und dann führen wir das Gespräch irgendwann fort. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.